Hallo liebe Rhein-Ruhr-Wolker-Freunde, heute sind wir wieder einmal unterwegs, so wie immer, wenn wir uns auch schon melden. Und heute sind wir hier in Rasfeld, das liegt in der Nähe von Borken. Und da gibt es ein schönes Schloss, das wollen wir gleich besichtigen. Und hier ein wenig auch die Gegend erkunden, auch die schönen Felder hier sehr erwähnenswert, wunderbar. Bloß leider schon jetzt in diesem Jahr ist alles schon sehr weit fortgeschritten aufgrund des frühlingshaften Wetters, das wir schon recht früh hatten. Und somit sind die Getreidefelder schon fast erntereif. Aber das macht nichts, jetzt gehen wir erstmal weiter und schauen uns die Strecke an. Dieses Landhaus hier sieht natürlich recht einladend aus. Auch hier dieser wundervolle Weg, der hier ist, mit den Bänken. Und mal schauen, was da so ist im Ganzen. Ja, ist ja recht annehmlich hier. Ja. Schön gestaltet hier. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn man sich hier umdreht und so diese Parkanlage hier betrachtet, wunderschön. Das ist ja hier herrlich angelegt, ne? Wunderbar, muss man sagen. Nochmal eine leichte Drehung hier. Also echt schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen auch die geschmackvollen Blumen, die sind leider verwelkt auf der rechten Seite, aber es macht nichts. Hier ist schon jetzt da im Hintergrund leicht das Schloss zu erkennen. Jetzt mal gucken, was es hier noch so zu sehen gibt. Ah, hier ist eine Hinweistafel. Wir befinden uns jetzt hier im Naturpark Hohe Mark. Das kann man hier auch erkennen. Und hier sind auch einige Wanderwege eingezeichnet. Wem es Freude macht, der kann sich dann einen passenden Weg aussuchen. Ist das jetzt die Kappesanne? Ja, ne? Da ist der Kappes drin. Wahrscheinlich so ein Wahrzeichen hier, ne? Also hier backt die Hausfrau, steht hier dran jedenfalls. Ist vielleicht auch mal erwähnenswert, wenn man hier mal hinkommt. Sind natürlich auch viele Fahrräder, da merkt man, dass man schon an der holländischen Grenze fast hier ist. Nun hier der Außenring hier von Schloss Rasfeld. Tolle Gaststätte hier, bloß leider auch leer. So, das nun ist hier die Kirche hier am Schloss direkt und dort drüben sind einige alte Häuser, das kleine Museum auch hier, das hier vor Ort über die Geschichte von hier erzählt. Hier einige Häuser und schön auch dieser ganze Ortskern hier mit dem riesigen Gemäuer hier von dem Schlossturm. Einfach ein wunderbares Panorama, wenn man hier so längs guckt. Überall Seerosen, wenn die natürlich mal alle blühen, wäre natürlich toll. Auch so hier recht beschaulich alles. Hier gibt es natürlich, wie in jedem richtigen Schloss, auch Gespenster. Darüber berichtet diese Hinweistafel. Und unter Poltern und Rumoren muss man sich natürlich hier ängstigen, wenn man hier in die Gebäude geht. Steht alles dort geschrieben. Hier befindet sich nun ein Hinweisschild, was es alles hier zu sehen gibt. Ich gehe mal hier rum. Wassermühle, Erle, Naturparkhaus. Und wenn man jetzt von der anderen Seite schaut, Fahrradverleih, Ortskern und Museum, wo ich auch gerade schon drüber gesprochen habe.
Jetzt sieht man das Gebäude hier von dieser Seite hier. Und natürlich jetzt auch wunderbar, jetzt richtig hier, wie man das Schloss hier sieht. Und ist recht schön hergerichtet. Einfach schön. Hinter mir befindet sich nun das Schlossgebäude. Und wir sind jetzt hier auf dem Schlossplatz. Wenn man dann nach gleich die Rundumsicht hier betrachtet, dann bemerkt man, dass das doch sehr aufwendig hier alles gestaltet ist. Also wer hier Fotomotive haben will und Videos machen will, ist hier gut aufgehoben. Hier findet man genügend Motive, Eindrücke und Erlebnisse. Interessant hier dieser Brunnen. Rundweg hier um das Schloss. Natürlich nicht so lang, aber trotzdem kann man hier schöne Ecken sehen. Geht es hier weiter, dieses Pettchen hier längs dem Schlossdeich. Und immer wieder natürlich diese fantastischen Ausblicke hier auf diese Landschaft und dieses Gebäude. Ich hoffe, man kann es auf dem Video so sehen, wie ich das so mit dem Auge erfasse. Es ist einfach toll. Schön hier, ne? Ja. Klasse.
Wollen wir dich auch mal drauf festhalten, wenn du jetzt hierher läufst, dieses Fettchen. Also hier darfst du nicht nach links oder rechts umfahren. Es könnte feucht werden. Ja. Das war nun unser Rundgang oder auch kleine Wanderung hier an Schloss Rasfeld. Ich hoffe, wir konnten euch aufgrund unserer Aufnahmen einige Eindrücke vermitteln, wie schön es hier ist. Und ihr seid motiviert, dass ihr auch mal hier hinfahrt und Schloss Rasfeld besichtigt. Oder ihr kommt ganz einfach mit den Rhein-Ruhr-Walkern NRW auf einer unserer Wanderungen mit. Vielleicht sieht man sich dann. Also, bis denne.